diesem Video möchte ich dir gerne etwas über Joan Miró erzählen. Das war ein Künstler, der vor über 100 Jahren gelebt hat. In deiner heutigen Kunstaufgabe darfst du einmal ausprobieren, so wie er zu malen. Dafür zeige ich dir jetzt ein paar seiner Bilder, damit du einen Eindruck davon bekommst, wie er so gemalt hat. Das hier ist eines seiner berühmten Werke und er wollte hier einen Karneval, also einen Fasching, darstellen. Wenn du dieses Bild genau betrachtest, siehst du schon, dass er gerne sehr verrückte Formen und Figuren gemalt hat. Das hier zum Beispiel soll eine Katze sein. Oder hier sehen wir ein buntes Insekt. Auch im nächsten Bild kannst du viele verschiedene Formen erkennen. Man erkennt bei Miró oft ein paar Formen, die vielleicht so wie ein Gesicht ausschauen sollen. Hier zwei Augen, eine Nase, dort irgendwo der Mund. Und gerne malt er im Hintergrund dann noch kleinere Formen, wie hier diese Sterne oder die Punkte mit den Strichen dazwischen. Es gibt ja manche Maler, die versuchen, möglichst genau wie in echt zu malen. Miró war kein solcher Maler. Er hat sich gerne etwas aus der Natur, aus der echten Welt genommen und hat es aber dann ganz anders gemalt, als es eigentlich ausschaut. Diese Figur hier zum Beispiel soll jemanden darstellen, der singt. Wir können hier den großen Mund noch erkennen, der gerade zum Singen geöffnet ist, aber wie ein Mensch schaut es nicht wirklich aus. Aber natürlich durch die Farben und die Formen auch ein sehr interessantes Bild. Achte bei den nächsten beiden Bildern noch einmal genau auf die Farben. Auch das hier sollen wieder verschiedene Menschen und Tiere darstellen. Und du siehst hier, dass Miró gerne mit Schwarz gearbeitet hat. Das heißt, die Linien sind schwarz gemalt. Und auch viele der Flächen sind schwarz eingefärbt. Dazwischen sehen wir dann Flächen in Rot, Blau, Gelb und Grün. Er hat auch andere Farben verwendet, aber das ist ganz typisch für ihn. Schwarz und dann die Farben Rot, Gelb, Grün und Blau. Dieses Bild hier ist ganz ähnlich wie das, was du in deiner heutigen Aufgabe in Kunst machen sollst. Wir sehen hier wieder eine Figur. Vielleicht soll es ein Mensch sein. Das hier könnte irgendein Tier sein. Und drumherum sehen wir wieder kleinere Formen. Auch hier erkennen wir viele schwarze Flächen und schwarze Striche und die Farben Blau, Gelb, Rot und Grün. Du hast von mir dieses Blatt hier bekommen. Ich habe dir vorhin schon erzählt, ich möchte gerne, dass du heute mal ausprobierst, wie es denn ist, so eine Miró-Figur zu malen. Dazu hast du von mir ein dickes weißes Papier bekommen und darauf darfst du heute arbeiten. Vielleicht nimmst du einen Bleistift her, du darfst aber gerne dann später mit einem schwarzen Filzstift oder mit einem schwarzen Holzstift deine Linien noch nachfahren. Du brauchst für die heutige Aufgabe einen Würfel. Ich habe jetzt hier einen großen Würfel, es kann aber auch ein kleinerer sein. Für diese Aufgabe überlassen wir manche Dinge dem Zufall. Das heißt, je nachdem, was du würfelst, so schaut dann deine Figur aus.
Wenn du Lust hast, darfst du später natürlich auch noch eine Figur malen und dir selbst die Formen aussuchen, aber probiere es doch einmal auf jeden Fall aus mit dem Würfel. Ich mache dir das Ganze jetzt einfach mal vor. Ich würfle als erstes eine Körperform. Ich habe eine 6 gewürfelt und meine Miro-Figur bekommt diese Körperform. Ungefähr die Form wie hier auf dem Bild. Das wird der Körper meiner Miro-Figur. Als nächstes würfle ich den Kopf. Auf der 5 bleibt mein Würfel stehen. Ich male hier oben einen runden Kopf. Und ja, so eine Art Katzenohren bekommt meine Figur noch. Als nächstes sind die Augen dran. Hier kannst du selber entscheiden, ob du ein oder zwei Augen möchtest. Ich habe eine 3 gewürfelt, das sind diese Augen hier. Ich entscheide mich dafür, dass ich das nur einmal male. Für mich sind das hier sozusagen wie die 2 Augen. So, schon mal eine ziemlich verrückte Figur, die ich mir hier zusammengewürfelt habe. Jetzt habe ich hier unten noch andere Formen. Die kann ich jetzt in meine Figur noch mit reinmachen. Ich kann sie aber auch in den Hintergrund malen. Erinnere dich zurück, bei Miro sind oft auch Formen im Hintergrund. Ich habe dir aufgeschrieben, mindestens 10-mal würfeln. Ja, vielleicht möchte ich an meiner Figur noch mehr haben und auch der Hintergrund soll gefüllt werden. Das heißt, ich werde jetzt gleich 10-mal würfeln und dann meine Figur fertig machen. Ich werde meine Figur dann auch noch ein bisschen hier nachfahren, die Linien etwas dicker machen und natürlich auch noch die farbigen Flächen mit dazu machen. Ich stelle dir ein Foto meiner fertigen Figur in Microsoft Teams ein. Deine muss natürlich nicht so ausschauen, sondern je nachdem, was du würfelst, wird deine ganz anders. Aber ich stelle dir ein Foto rein, dass du dir ungefähr vorstellen kannst, wie so eine Figur dann aussehen soll. Ich wünsche dir viel Spaß beim Würfeln und Malen und bis bald.